kleinen Flatcoat Retriever-Welpen ab. Und diese Box hier habe ich für die Abholung vorbereitet. Oh mein Gott, langsam steigt einfach so richtig die Nervosität. Wir haben einfach unseren Welpen in den Händen. Und ich glaube, wir haben das geborene Model. Und zwar heißt der Kleine... Servus und ganz herzlich willkommen zu dem allercoolsten Video hier, denn heute ist es einfach soweit. Wir holen unseren kleinen Zwerg ab. Wir holen unseren kleinen Flatcoat Retriever Welpen ab. Und für alle, die da schon etwas über die YouTube Shorts oder Instagram oder TikTok mitverfolgt haben, die wissen, dass sich das Ganze jetzt schon ein paar Monate zieht. Vom ersten Kennenlernen der Züchterin, vom ersten Kennenlernen der kleinen Welpen. Und heute ist es soweit. Und wir holen unseren kleinen Mann endlich ab. Ich freue mich irgendwie so unglaublich. Zeitgleich bin ich aber auch richtig, richtig aufgeregt. Wirklich seit Wochen oder eigentlich seit Monaten dreht sich ja alles um den Kleinen mit Vorbereitung und Einkäufe und. Weil ich erfülle mir damit einfach so einen kleinen Kindheitstraum von mir. Seitdem ich denken kann, wünsche ich mir einen eigenen Hund. Hat aber nie geklappt, da meine Eltern keinen wollten. Und ich habe immer gesagt, wenn ich da mal ausgezogen bin, dann zieht ein Hund ein. Und tada, hier sind wir. Und bevor wir aber losfahren, muss ich noch so ein paar Dinge erledigen, damit die Wohnung auch wirklich weltensicher ist. Denn dieser wunderschön weiße Teppich im Wohnzimmer macht mit Welpen absolut gar keinen Sinn. Absolut gar keinen Sinn. Da wird ziemlich schnell wahrscheinlich ein kleines Malheur passieren, weil der eignet sich natürlich durch die weiche Oberfläche richtig gut dazu. Und deshalb muss der einmal weg. Hier drüben steht übrigens schon seine Box mit einer Decke von uns drinnen. Wir bekommen aber auch noch eine Decke von der Züchterin mit, die natürlich nach dem Rudel riecht. Und hier drüben lagern schon ein paar meiner Einkäufe, die ich für den Kleinen gemacht habe. Von Futterschüsseln, Leinen, Spielzeuge, Leckerlis und so weiter. Und habe im Wohnzimmer und im Flur alles verräumt und welpensicher gemacht. Vielleicht bin ich bei ein paar Dingen zu übervorsichtig, wie zum Beispiel bei den Vorhängen. Ich habe halt, ja, keine Ahnung, vielleicht muss ich aber auch noch ein paar Dinge mehr wegräumen. Das zeigt sich natürlich alles, wenn der Kleine dann da ist und wie er so drauf ist. Es gibt Welpen, die kauen einfach alles an und es gibt Welpen, die lassen einfach ganz viele Dinge in Ruhe. Ich zeige euch vielleicht einfach mal, was ich noch vorbereitet habe, dass wir den Kleinen abholen. Und diese Box hier habe ich für die Abholung vorbereitet. Die Züchterin meinte, wir sollen ihn entweder im Fußraum auf einer Decke transportieren oder wir haben eine Box, die auch etwas höher ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die eigentlich ganz gut passt. Dann setze ich mich mit dem Kleinen auf die Rückbank. Falls nicht, transportieren wir ihn einfach im Fußraum. Und zwar ist hier einmal drin eine weiche Decke. Die lag tatsächlich die letzten Wochen schon bei uns im Bett, damit die natürlich auch unseren Geruch annimmt. Genauso wie die Decke, die hier hinten in der Box liegt. Dann natürlich ganz wichtig, Wasser. Die hier ist richtig, richtig cool. Und zwar ist das wirklich eine Trinkflasche für Hunde, wo man hier vorne dann das Wasser rauslassen kann und aber auch das Wasser, das nicht getrunken wird, wieder zurücklassen kann. Dann natürlich ganz wichtig, Küchenroller, falls irgendwelche Malheur passieren. Dann haben wir hier natürlich auch noch ein kleines Hundespielzeug. Das habe ich gestern Abend noch selbst gemacht aus unserem Shop, unserer Pilsley Products Hundespielzeuge. Und passend dazu natürlich auch noch eine Hundeleine. Wir bekommen zwar Leine und Halsband von der Züchterin mit. Die werde ich, glaube ich, auch nehmen, außer irgendwas passt damit nicht. Dann haben wir sicherheitshalber auch noch eine Leine dabei. Und hier drin ist noch ein Tierporträt
für die Züchterin. Da habe ich einmal seine Mutter gezeichnet. Ich blende euch hier einmal ein Bild ein, weil ich habe das schon jetzt hier alles im Rahmen eingepackt. Und genau, das wäre es soweit. Ah ja, genau. Eine ganz wichtige Sache fehlt noch, und zwar jede Menge alte Handtücher. Die habe ich aber noch im Stall gelagert. Und da wir da sowieso vorbeifahren, muss ich einmal noch die Kiste mit den alten Handtüchern holen, dass, falls was passiert und ein paar mehr Malheur passieren, die nicht mit der Küchenrolle aufzuwischen sind, dass das einfach nicht im Auto alles landet. Und eine Sache hätte ich jetzt fast vergessen, denn eine Packung Kotbeutel schadet natürlich auch nicht. Wir sind jetzt gerade im Stall angekommen und holen jetzt zum einen natürlich gleich mal die Box mit den alten Handtüchern. Und dann habe ich auch gerade gesehen, dass die Pferde, obwohl die Koppel offen ist, noch nicht auf der Koppel draußen sind. Die stehen noch alle im Stallgelände. Das heißt, ich glaube, ich muss dann noch kurz einmal Hallo zu ihnen sagen. Und zwar habe ich hier oben, nämlich sogar extra... Na, die sind jetzt hier. Moment. Sie ist im anderen Kasten. Und zwar habe ich hier oben, die sogar beschriftet mit Handtüchern. Und das sind jetzt jede Menge alte Handtücher drin, die teilweise irgendwie schon dreckig sind. Und von dem her ist es mit denen komplett egal, wenn da mal ein bisschen Pipi drauf gemacht wird. Guten Morgen. Oh, Piepse. Morgendliche graule Einheit. Oh. Guten Morgen, Teen. Und schaut mal hier in der Schlafhalle, düsen alle. Hallo, Maus. Guten Morgen. Du hast ja eine dicke Lippe. Ich habe gerade auch Tinos Mähnenchip nochmal neu eingeflochten. Denn die nächsten Tage werde ich dann nicht in den Stall kommen können, wenn dann eben der Kleine da ist. Und deshalb haben die einfach jetzt mal wieder ein paar Tage Pause. Die standen gerade so gut im Training, von dem haben sich die zwei eh mal eine Pause verdient. Und es wird auch die nächsten Tage wieder richtig warm, von dem her passt es eigentlich eh ganz gut. Wir haben uns jetzt vorhin auch gerade noch Frühstück geholt und jetzt düsen wir aber wirklich los. Wir machen jetzt hier unseren ersten Zwischenstopp, sind schon in Tirol angekommen und wir gehen jetzt noch schnell was Mittagessen, weil wir dann natürlich, wenn wir den Kleinen mit im Auto haben, keine unnötigen Zwischenstopps mehr machen möchten, außer natürlich, dass er aufs Klo gehen kann. Aber das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, 10.59 Uhr, also es wird heute ein sehr, sehr, sehr verfrühtes Mittagessen. Ich war, glaube ich, so früh auch noch nie beim Mäcki, aber ja, was muss, es muss. Oh mein Gott, langsam steigt einfach so richtig die Nervosität. Ich kann es doch immer nicht glauben. Wir haben gerade noch entdeckt, dass hier direkt nebenan noch ein Fressnapf ist. Und da wir noch ein bisschen Zeit haben, schauen wir jetzt gleich noch einmal rein. Und zwar brauche ich nämlich noch einen Kong. Die sind richtig, richtig cool. Kann man nämlich auch etwas zum Schlecken einfüllen. Es gibt hier sogar extra welche für Welpen. Die Frage ist nur, ist es sinnvoll? Die sind einfach ein bisschen weicher. Oder nehmen wir einfach direkt einen normalen? Ist in Ordnung. Okay, passt. Ich wollte nur irgendwas süßes Spielzeug mitnehmen. Ich habe mich jetzt für diesen Fuchs hier entschieden. Ich finde den richtig süß und vor allem ganz wichtig, der quietscht nicht und wirkt auch ein bisschen robuster. Denn man hört ja oft, dass die Welpen das erste so richtige Kuscheltier, das sie haben, auch wirklich nicht zerbeißen und vielleicht sogar dann sein Leben lang hat. Mal schauen, ob der Fuchs durchhält. Dann düsen wir weiter. Wir sind richtig gut in der Zeit. Das ist für meine Verhältnisse sehr ungewöhnlich. Das haben wir jetzt auf einmal in der Katzenabteilung. Und dann waren wir auch schon bei der Züchterin angekommen und wurden erstmal ganz freudig von unserem kleinen Fatz begrüßt. Alle Welpen tragen ja ein farbiges Halsband und wir haben den Welpen mit dem schwarzen Halsband bekommen. Wir haben dann noch ein paar wichtige Details besprochen und währenddessen hat der Kleine die ganze Zeit unter uns geschlafen. Kurz vor der Abfahrt wurde dann nochmal ordentlich gespielt, alle Grundbedürfnisse befriedigt, damit es müde dann weiter ins Auto geht. Und wir haben den Kleinen jetzt überreicht bekommen und gehen jetzt zum Auto und werden schauen, dass wir jetzt auch schnellstmöglich nach Hause kommen. Aber wie unreal ist es bitte gerade? Wir haben einfach unseren Welpen in den Händen. Wir sind jetzt schon unterwegs und der Kleine hat jetzt die erste Zeit ein bisschen gewinselt, aber keine 10 Minuten später
kuschelt er sich hier schon rein und wird jetzt auch langsam müde. Ja, er hat auch gerade schon ein bisschen was getrunken, hatte echt ein bisschen Durst und ist einfach immer noch so surreal. Und die Kiste ist übrigens eine richtig, richtig gute Idee gewesen. Es ist sehr, sehr unkompliziert. Er kann jetzt hier richtig schön zur Ruhe kommen und hätte hier im Fußraum ohnehin ein bisschen zu wenig Platz, weil er echt schon richtig groß geworden ist. Also ich dachte eigentlich, die Kiste, da hat er sicher ausreichend Platz, aber es passt genau. Die sind echt richtig, richtig gewachsen in der letzten Zeit. Und wir haben übrigens richtig traumhaften Ausblick. Und du machst das richtig gut. Das ist ja ein guter Taxifahrer hier. Gott, er macht es gut. Und wir haben übrigens von der Züchterin noch ein riesengroßes Sackerl mitbekommen. Da ist eben zum einen einmal sein Halsband drin und seine Leine in seiner Farbe. Er ist der schwarze Welpe und er hat auch noch das schwarze Welpenhals von oben. Ich habe schon gesagt, das werden wir uns irgendwann dann in einem Jahr nochmal ansehen und sagen, niemals hat der da reingepasst. Dann finde ich auch richtig cool, haben wir hier direkt noch eine Zeckenzange dazu bekommen. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Was ist hier noch drin? Dann natürlich ist hier einmal sein Impfpass. Dann haben wir hier auch mitbekommen eine Retrieverpfeife. Flohsamenschalen gibt es auch dazu. Da soll er zu jeder Mahlzeit ungefähr einen halben, dreiviertel Teelöffel drüber bekommen. Dann hat er natürlich noch seine Kuscheldecke mit dem Rudelgeruch und auch sein Spielzeug. Aber da liegt er jetzt drauf und kuschelt schon damit. Aber das ist echt richtig cool, dass wir das alles mitbekommen haben. Und wir haben auch vorab eine komplette Broschüre mitbekommen, wo ganz, ganz, ganz ausführlich drin steht. Tipps zur Erziehung, zur Fütterung, zu dem Ablauf der ersten Tage. Also wirklich unheimlich viel Wissen, was aus diversen Literaturbüchern zusammengefasst wurde. Richtig, richtig nett von der Züchterin. Da fühlt man sich auf alle Fälle sehr gut bei der Hand genommen. Der Kleine kommt jetzt auch hier richtig schön zur Ruhe. Wir sind jetzt eine Stunde gefahren und machen jetzt unseren ersten Zwischenstopp. Der kleine Mann schläft echt die ganze Zeit. Richtig, richtig unkompliziert. Aber wir werden jetzt einmal ein bisschen wecken und schauen, ob er aufs Klo muss. Guten Morgen. Jetzt geht es ein bisschen nach draußen. Ja. Ja, erstmal strecken. Und jetzt schauen wir mal, ob er sich hier in der Wiese ein bisschen erleichtern möchte. Er erkundet auf alle Fälle hier gleich mal alles sehr neugierig. Gassi, Gassi, super, wie spitze bist nicht du, toll. Oh mein Gott, wie cool ist er. Ja, toll gemacht. Und wir machen jetzt hier Halt Nummer 2. Ich weiß nicht, ob der Kleine jetzt nochmal muss. Er schläft echt so brav einfach. Die ganze Fahrt durch, habe mich da irgendwie ein bisschen mehr eingestellt, dass er vielleicht mal reinmacht oder sich übergeben muss. Aber er ist echt ein Wahnsinn. Er wollte jetzt eigentlich nicht aufs Klo. Ihm ist echt richtig heiß. Oh, sie ein bisschen Fahrt noch, dann haben wir es geschafft. Wir sind jetzt gerade in der Wohnung angekommen und der Kleine darf jetzt einmal alles in Ruhe erkunden. Und danach gibt es dann noch seine Mahlzeit. Hier steht seine Wasserschale. Die haben wir jetzt natürlich einmal mit frischem Wasser aufgefüllt. Er ist jetzt gerade ein bisschen aufgeregt, aber schaut sich eigentlich alles sehr neugierig an. Also sehr gut. Wir haben jetzt hier auch schon seine Box einmal vorbereitet mit genau den Sachen, mit denen er auch im Auto gefahren ist. Und hier sieht man jetzt auch seine Decke, die er eben mitbekommen hat. Und sein Spielzeug liegt schon hier hinten, aber das Hundespiel ist hoch im Kurs. Das ist hoch im Kurs. Und danach habe ich übrigens auch noch ein zweites Mal bestellt. Weil ich wollte unbedingt gleich einen großen Napf haben, damit er auch in Ruhe kaum fällt irgendwas runter, wird das gleich untersucht, damit er in Ruhe fressen und trinken kann, ohne dass es sich dann seine Tasthaare ständig am Rand anstößt, wenn er dann doch natürlich etwas größer wird. Ich habe sie übrigens, wie man wahrscheinlich vorher schon gesehen hat, bei Amazon bestellt. Die waren nicht ganz günstig, aber die sind auch schön schwer, was richtig praktisch ist,
weil er die dann auch nicht verschiebt, auch hier unten mit dem Gummirand. Und wir machen uns jetzt noch einmal Abendessen. Also dieses Hundespieli feiert da wieder erwarten richtig. Findet er sogar eigentlich was cooler als das Spielzeug, das wir von seinem Rudel mitbekommen haben. Und ich habe ja eigentlich gedacht, also ich habe die Box gekauft und dachte mir eigentlich, dass er in der Nacht in diese Box kommt, Thema Stubenreinheit. Also er geht zwar in diese Box rein, er findet die auch gut und okay, aber er möchte noch nicht wirklich länger darin verweilen. Von dem her, wir haben es auch schon ein bisschen ausprobiert, wenn man dann die Box mal zumacht oder so, wie er dann reagiert. Aber das findet er dann echt tatsächlich nicht so gut. Er kommt dann tatsächlich lieber raus und legt sich irgendwo am Boden und kommt dann sofort zur Ruhe. Aber er ist eigentlich, also er macht sein Geschäft tatsächlich echt raus. Und er hat sich jetzt eben auch gerade gemeldet. Wir sind direkt mit ihm raus und er war pieseln. Also das finde ich schon richtig gut. Und er ist einfach so ein süßer kleiner Fratz. Und seine Mahlzeit bekommt der Kleine in seiner Box, damit er auch die weiter positiv verbindet. Man kann auch damit anfangen, wenn die Hunde die Box überhaupt nicht mögen, mal davor ihm das Futter hinzustellen. Aber er fand die eigentlich von Anfang an überhaupt nicht schlimm. Aber wie gesagt, möchte halt einfach noch nicht länger darin verweilen. Vollkommen in Ordnung. Und bitte schaut mal, wir waren gerade nochmal mit ihm draußen. Er macht übrigens draußen so unglaublich brav sein Geschäft. Also ich glaube, wenn wir das nicht verkacken, ist er einfach schon stubenrein. Und ich habe gerade einfach nur per Zufall die Kamera drauf gehalten. Und ich glaube, wir haben das geborene Model. Also wie zuckersüß ist bitte dieses Bild? Ich muss das gleich einmal bearbeiten. Und mir fällt auch gerade auf, dass ich seinen Namen einfach noch nie im Video gesagt habe. Und zwar ist sein offizieller Zuchtname In Your Mind. Er ist aus dem Iburf und also sein kompletter Name inklusive Zuchtname lautet Flat Diamonds In Your Mind. Ich finde den Namen eigentlich richtig, richtig schön, aber daraus lässt sich natürlich nicht wirklich ein Rufname bilden. Und deshalb haben wir uns selber einen Rufnamen überlegt. Und zwar heißt der Kleine Louis. Louis, komm her! Ja, komm her! Spitze! Toll gemacht! Oh mein Gott, was bist du für ein Musterschüler? Toll gemacht, nicht meine Haare. Nimm doch lieber dieses Spielzeug. Das ist viel toller. Ist schon, da hängen also Haare runter. Und ja, ab sofort wird der kleine Louis unser Leben ein bisschen auf den Kopf stellen. Aber es gibt jetzt schon nichts Schöneres. Und ich würde sagen, dass wir jetzt den Abend einmal gemütlich noch ausklingen lassen, uns einfach auch mit der ganzen neuen Situation ein bisschen konfrontiert machen. Er findet hier jetzt gerade die Kamera noch sehr spannend. Und ich werde aber versuchen, dass ich die nächsten Tage einfach auch noch so ein bisschen mit der Kamera festhalte, damit ihr einfach auch so einen kleinen Einblick bekommt in die ersten Tage mit einem Welpen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss und Servus!